Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Civilization 6 und wir sind so langsam im, ja, in den finalen Schritten auch Richtung Krieg und Co. Das heißt, wir gucken jetzt, dass wir nach und nach hier so ein paar Sachen auf jeden Fall hinbekommen. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall mal so einen Flugplatz. Den ballern wir am besten einmal hier hin zum Beispiel. 3 Nahrung geht hier verloren. Das ist, glaube ich, ganz okay. Können wir noch woanders? Ah, okay. Müssen wir aber machen. Zählt ja nichts. Ne? So, das heißt, Mittelalter im Forschungslabor bauen wir hier oben. So, Produktion wählen. Das heißt, wir haben hier Kunstmuseum. Sehr schön. So, Panzerschiff ist okay. Hier geht. Können wir damit irgendwas machen? Ausruhen. Bereitschaft. Okay. Jetzt gerade mit dem Panzerschiff bilden. Okay. So. Kürassier. So, den wollten wir einmal hier runter schicken. Katapult wollten wir einmal hier hin schicken und dann wollten wir einen Korb bilden mit dem Katapult. So, Apostel ist ready zum Angriff. Apostel greift hier mal an. Und so, dann haben wir hier noch einen Apostel, den schieben wir einfach mal hier drauf. Katzigation. Okay, haben wir. Ah, okay. So, das heißt, das hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gekostet. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das da machen halt. Eigentlich müssten wir ihn hier angreifen, theoretisch. Aber wir werden versuchen, erstmal hier Krieg zu führen. So, Musketier. Okay, geht voran. So, Apostel geht voran, wenn es geht. Kann ich aber leider irgendwie gerade nicht setzen. Und wir können auf jeden Fall in die nächste Runde gehen. So, Ottawa benötigt auf jeden Fall mehr Annehmlichkeiten. Heilige Lanze. Erschaffen von Märtyrern ausgestempelt. Ah, okay. Das ist nicht auf meinem Gebiet. Starke Dürre. Okay. So. Religion verbreiten. So, wir gehen weiter. Und der Apostel geht auch hier hin. Noch okay. So, unser Renner. Den schieben wir wieder nach ganz oben. Der hat seine Tätigkeit auf jeden Fall getan. So, Quebec. Not. So, Katapultkorps 2 ist ready. Musketierkorps. So, da kann kein Korb bilden. Da brauchen wir scheinbar noch ein weiteres. Brauchen wir scheinbar noch mal was weiteres. Okay. Dann müssen wir das erstmal verschanzen. Ritter haben wir da. Apostel. Verbreite die Religion in Kingston. Muss das eigentlich funktionieren? Ja. So, wir haben in mehreren Städten Einrichtungen für Flugzeuge. Flugzeugindustrie floriert. So, die Stadt haben wir auch. Und dann natürlich auch einen entsprechenden 25 Lufteinheiten aus dieser Stadt. Ein Flugzeugplatz im Gebiet. Sehr schön. So. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall ein weiteres
Dann Dingens, einen weiteren Apostel haben wir hier. Den schieben wir hier mal dahin. Und da haben wir auch noch einen weiteren Apostel. So. So, dann haben wir ganz viele Apostel, die vom Protestantismus auf jeden Fall kommen. Das ist natürlich nicht so cool. Können wir den Ritter vielleicht upgraden? Ja. Okay, sehr schön. So, und dann können wir einen Korps bilden mit der Einheit. Okay. Nochmal eins mehr geschafft. So, und dann haben wir hier einmal Kingston. Es sieht momentan schon ganz gut aus. Ist momentan ohne Religion unterwegs. So, dann haben wir als nächsten Punkt, haben wir ein Objekt mit Gold kaufen. Ein Katapult. Und auch hier oben kaufen wir auch noch ein Katapult. Kavallerie könnten wir jetzt auch noch kaufen. Katapult. Okay, was haben wir noch? Was können wir noch machen? Schönes. Wir könnten in... Hier sieht das soweit erstmal solide aus. Das ist erstmal okay. Dann können wir hier meinetwegen... Ne, warte mal. Dann machen wir hier unten und kaufen wir was mit Glauben. Kaufen Apostel. Und auch meinetwegen hier oben auch nochmal einen Apostel. Okay. So, damit das hier mal vorangeht. Wir gehen in die nächste Runde. Mal schauen. Spannend. So, Einheit benötigt Befehle. So, kann ich den direkt ziehen oder was? Okay, da war noch eine einzige Einheit, die noch einen Befehl erwartet hat. Okay. So. Bombarde verbessern. 330 Gold erfordert 220 Saalpeter. Kann man das auch befördern? Ne, da brauchen wir. Achso, Saalpeter haben wir da noch nicht. Ja, so, da haben wir nicht genügend Saalpeter dafür. Okay. So, was haben wir da für eine tolle Beförderung? Biologischen Kampf. Okay. Ja, hier werden wir nochmal die Religion einmal nochmal verbreiten, sodass sich das Ganze hier dann auch nochmal von Kingston aus auf jeden Fall auch nochmal weiter verbreitet. Sehr schön schon mal. Was haben wir hier? Stolz der Realität verloren, ist auf Null gesunken. Okay, haben wir aber jetzt momentan eigentlich. Also Rebellion in 6 Runden schon wieder. Okay, warum das denn? Was ist denn jetzt schon? Na, da gehört Kanada, okay. Und warum? Wieso das denn? Das ist doch merkwürdig schon wieder. Das ist doch schon wieder Kacke irgendwie. Wieso das denn? Mhm. Ja, das ist natürlich schon wieder merkwürdig. Scheiße. Eigentlich müssten wir hier eigentlich Krieg führen, theoretisch. Werkstatt reparieren.
Was ist denn hier passiert? Achso, okay. Oh. Das ist ja nicht so cool. Ja, wirklich nicht so cool. Renner für Kavallerie. Tja, oder gehen wir hier auf Krieg? Kriegsfuß. Ah, ich weiß es halt noch nicht, ne? Das ist echt eine schwierige Sache. Eine schwierige Entscheidung, die man da treffen muss. Da weiß ich tatsächlich nicht, was die richtige Entscheidung dafür ist. Repetiergewehre sind lauter als Worte. Mir geht langsam, muss ich sagen, kann die Anwesenheit auch noch auf seinem Gebiet umfangen. Na, Wohnviertel würde ich jetzt vielleicht nicht machen unbedingt. Sondern da würde ich halt vielleicht eher sowas wie machen wie. Kann angrenzende Einheiten heilen, ne? Das ist natürlich schon eine coole Sache. Es geht aber ein bisschen das Salpeter momentan aus. Belehrungs. Kürassier, Panzerabwehr. Okay. Gut, dann stationieren wir hier erstmal nochmal. Kavallerieeinheit schieben wir zusammen. Okay, so, das bedeutet, wir haben jetzt, nehmen wir uns mal die Herrschaftssieg, da sind wir mittlerweile auf dem zweiten Platz, haben da wirklich jetzt relativ viel in Einheiten auf jeden Fall hinein investiert. Und ja, unser Apostel rennt hier noch ein bisschen herum, aber wie schon gesagt, das ist aber alles okay. Aber das bedeutet, wir werden versuchen, unsere Apostel hier in unserem Gebiet auf jeden Fall beizubehalten und auch ein bisschen mehr auf Inquisitoren auf jeden Fall zu gehen. Damit wir da auf jeden Fall ein bisschen was mehr, damit wir da auf jeden Fall ein bisschen vorankommen. Wir werden uns auf jeden Fall auch gleich versuchen, hier dieses Gebiet einmal zu holen, weil wir haben hier unten definitiv Probleme, die Stadt Vancouver auf jeden Fall zu halten. Das kann man so auf jeden Fall schon sagen. Wenn man das halt so möchte. Das wird nämlich nicht einfach werden. Ich weiß, ich kann aber auch dagegen irgendwie nicht wirklich was tun halt, weil mir das, weiß ich nicht. Große Persönlichkeit. Jetzt kann ich hier nochmal einen großen Admiral generieren. So. Okay, der ist auf jeden Fall schon mal weg. So, gut, der Apostel wird. Okay. Auch wenn ich nicht verstehe, wieso wir da ja jetzt noch andere Religionen haben, okay.
Er lässt es aber scheinbar da bei mir sein. Was? Freie Stadt? Okay. Cooler, zwei freie Städte haben sich hier gebildet. Oh Gott. Okay. Rebellion in zwei Runden. Ja, was soll man dazu machen? Was soll ich dazu großartig sagen, ne? Würfel eine Kriegsschiffeinheit. Einer Beförderungsstufe. Okay. Ah, Kriegsschiff. Aha, okay. Vorschlag ablehnen. Okay, und ich würde mal sagen, die dann auch vorbei. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.